herzlich willkommen zurück in Radiant City. Ja, ihr werdet mich hassen wahrscheinlich. Ihr werdet mich wahrscheinlich wirklich hassen dafür. Ist das Tag? Oh, das ist aber dunkel hier. Das Ding reißen wir ab. Dieses Haus hier reißen wir ab. Das ist mir zu klein. Das kommt, wenn man was macht, ohne, ja, ohne irgendwie vorher zu planen, was ich ja sonst immer mache. Ich plane ja jedes Gebäude eigentlich vor, es sei denn, es sind so kleine Dinger. Hier habe ich natürlich nicht vorgeplant und ja, dann kommt es halt wieder weg. In Zukunft werde ich das wieder planen, nichts mehr spontan machen. Es kommt jetzt weg, wir bauen das neu auf. Ich muss, habe ich Steine dabei? Nee. Und gleich andere Steine. Wir bauen das mit anderen Steinen. Ich würde den Grundriss ja fast so lassen, wie er ist. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt auch schon mal Steine holen. Allerdings muss das Ganze ein bisschen größer werden. So, jetzt hole ich erstmal Steine. Die haben wir, glaube ich, wir haben noch welche im Lager, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. Aber ich glaube, ein paar haben wir noch hier. Stein. Juhu. Oh. Ja, die sind dann wohl tatsächlich alle schon drüben. Dann nehmen wir die gleich mit. Ah, ne, das wollte ich aber anders hinpacken. Da noch die nehmen wir mit. Der Rest bleibt alles hier. Dann haben wir unsere Brennerei nämlich schon eingerichtet. Das ist doch auch was. Ist das nämlich gleich erledigt? Ich guck mal, ob ich hier unten noch irgendwo Stein habe. Ne. Aber hier wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, dann können wir erstmal bauen. Ich mache da nochmal zwei raus und nehme da nochmal zwei mit. Dann können wir jetzt erstmal anfangen zu bauen. Also irgendwie ist das draußen heute dunkel, ne? So ganz komisch. Das sieht aus, als wenn das regnen will. So, da, Stein. Also das hier bleibt vom Prinzip her. Ja. Ach, Moment. So. So, wir machen das Ganze nur ein bisschen größer. Mir ist das ein wenig zu klein geworden. Das sieht dann so mickrig aus irgendwie. Ich kann die nicht einsammeln. 1, 2. Reicht mir das von der Breite? Ne, wir machen nochmal einen weiter. So, und das sollte dann aber reichen. Gott sei Dank haben wir hier noch nicht so viel gebaut, dass das jetzt so schlimm wäre. Ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwie, ich denke, ah, verdammt, du kannst das doch jetzt nicht wieder abreißen. Und ich habe überlegt, hin und her überlegt und gedacht, Mensch, was machst du jetzt? Und, ja. Bin zu dem Entschluss gekommen. Mist. Das muss weg. Das geht so nicht. Das. Eins, zwei. So, dann kommt hier das Schlafzimmer hin. Hier kommt dann nach wie vor das Badezimmer hin. Also hier kommt das Badezimmer hin. Ja, Schlafzimmer. Irgendwie so auf jeden Fall.
Und dann kann nämlich hier Küche und Wohnzimmer noch hin. Und dann bleibt das so. Also es bleiben nach wie vor kleinere Apartments. Aber eben nicht mini. Das ist ja echt mini gewesen. Und das ziehen wir auch alles noch ein Stückchen weiter raus. Dass wir noch so ein bisschen mehr Platz bekommen. Dass die Küche und das Wohnzimmer größer werden. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. So. Alles schön hier erstmal weg. Ja, auch das Treppenhaus. Was hier auch bleiben soll, so in der Art und Weise. So. So, nur gucken, um wie viel ich das rübersetze. So, dann haben wir nämlich hier, ne, das, mal wie, ne, da ins Schlafzimmer rein. Und hier kann man ja Gott weiß was hin machen. Ein zweier Durchgang reicht uns. Jetzt gerade am Überlegen, ne, wir ändern das ein klein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Der Eingang muss nach wie vor hier hin. Ja, wegen dem Treppenhaus. Allerdings kommt er ja ein Stück weiter rüber. Ich denke auch mal so um 2. Ja. Jetzt muss ich dann noch gleich mal Steine verbauen. Naja, das ist, war jetzt natürlich der falsche Stein. So. Ja. Dann hier den Eingang hin, wo das dann schon arg viel Platz ist im Treppenhaus, ne? Können wir noch ein Stück weiter vorziehen. 1, 2, 3, 4, das ist gut. So. Ja. Und blub, 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 blub. Und dann könnte man, hier natürlich das Wohnzimmer hinmachen. Oder aber auch hier rein. Weil ich das dann schon wieder zu klein finde. Da müssen wir noch ein Stück weiter rüber. Das würde ich gerne so machen. Ja, so ist gut. Oh je, oh je, oh je. Ich sollte dringendst planen. Vorplanen. Okay, so. Aber jetzt haben wir es bald. Das nehmen wir jetzt hier erstmal wieder weg. 1, 2, 3, 4 reichen völlig aus. Da hätte ich noch eins weiter rüber gemusst. Ah, Mist. Ich zerhaue mir meine ganzen schönen Steine. So. So finde ich das jetzt gut. So, dann verbauen wir jetzt so ein bisschen. Weil dann kann man nämlich jetzt hier nämlich schön, ja, Küche irgendwie noch mit hinmachen. Ja. Halt eine extra Küche. Hier schön Wohnzimmer, man hat Tür, man hat einen Flur. Ja, finde ich eigentlich recht cool so. Ich höre jetzt mal auf, hier rumzuzotteln und rumzuspringen. Ich glaube, ich hätte vorhin den Kaffee nicht trinken sollen. So, das noch. Dann verbauen wir jetzt erstmal so ganz schnell ein paar Steine. Es wird nämlich auch dunkel. Au. Verdammt. Nein. Ja, also die 37 Steine kriege ich wahrscheinlich nicht mehr weg. Um noch was mitnehmen zu können. Mist. Jetzt komme ich auch nicht mehr durch.
Ja, nützt nichts, müssen wir erstmal schlafen gehen. Die Steine sind ja Gott sei Dank gleich auch noch da. Jetzt kann ich was mitnehmen. Dann rennen wir da mal schnell durch, weil manche verschwinden schon. Und das ist echt ärgerlich. Oh, wird das dunkel. Okay, wir müssen hier weg. Und ich kann nicht mehr laufen. Ich habe so einen Hunger. So, jetzt kann ich wieder rennen. Wow, da kommen schon die Monster. Mist. Ich war zu lahm. Lass mal schnell ins Bett. So. Dann erstmal was futtern hier. Inventarmäßig sollte ich jetzt mal ein bisschen Platz schaffen. Nee. Und ich sollte eventuell Dings mitnehmen. Noch eine Hacke. Eine Hacke habe ich noch. Schwert wählen wir mal aus. Die könnten wir dann auch mal in die Brennerei bringen und die Cobblestones auch. Da hole ich mir jetzt. Ich glaube, wir haben gar keine mehr, ne? Doch, da haben wir noch welche. Die nehmen wir jetzt mit und bringen die erstmal in die Brennerei. Und ja, ich muss hier auf Creeper achten jetzt. Denn die könnten irgendwo aufgetaucht sein, wo sie nicht sein sollen. Aber hier haben wir mittlerweile schon überall gut Licht eigentlich. Und hier ruckelt es wieder, ne? Also ich glaube, wir nennen die Brennerei Ruckler oder sowas. Brennerei zum Ruckler. Irgendwie so in die Richtung. So, rein damit. Müssen wir gleich nur noch Kohle holen. Können die nämlich schon mal brennen. Das ist Lehm, da. Das habe ich schon beschriftet. Habe ich irgendwo auch sowas wie Ziegelstein hingeschrieben? Nee, ne? Da ist Kohle. Dann packen wir die doch erstmal hier rein. So. Kohle nehmen wir mit. Nach oben. Da habe ich noch Pflastersteine. Dann brauche ich noch normale Steine, ein paar. Ein paar viele. Okay. So. Und so. Dann packen wir einfach den Rest rein. Gut. Okay. Dann wieder auf zu unseren Häusern. Oder zu unserem Haus. Aber bei den Viechern könnten wir dann demnächst auch mal wieder vorbeischauen. Das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Brauchen wir demnächst wieder ein bisschen was von. So, jetzt machen wir hier erstmal den Grundriss fertig. Diesmal kann ich auch noch ein paar Steine mitnehmen. Kaputt. Dann haben wir die nächste. Ja, dann haben wir es ja gleich Gott sei Dank abgerissen. Ist das Gott sei Dank dann recht schnell gegangen. So. Dann das noch alles weg.